So, und herzlich willkommen wieder bei Programming TV. Es geht gleich los mit dem nächsten Ligarennen. Diesmal ein bisschen verspätet, aber dafür, ich sage mal, das verschulden wir damit, dass das Rennen einfach unglaublich schwer war zu trainieren und wir da so viel Zeit für aufwenden mussten, dass es jetzt einfach ein bisschen später kommt. Nein, ich hatte natürlich andere Schwierigkeiten, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Wir schauen uns erstmal die Tabelle an und da steht Bluebird natürlich immer noch ganz weit vorne. Und wie es aussieht, wird er seinen Vorsprung auch weiterhin ausbauen können. Einzige Gefahr, wobei Gefahr kann man eigentlich nicht sagen, ist Misery. Weil der fährt ja in Gruppe B und der hat wirklich sehr gute Chancen heute das Rennen zu gewinnen. Von den Punkten her wird es Bluebird nicht jucken, weil beide werden 25 Punkte kriegen, falls Misery Erster wird und Bluebird Zweiter. Andersrum genauso, also ja gut, mal gucken. Fiddle ist auch wieder dabei. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen rankommen kann und den 10-Punkte-Abstand verkleinern kann. Jesus ist auch dabei. Avu auch. Ich hoffe, der kriegt mal keinen Disconnect hin. Bounty, so viel ich weiß, nicht. Und Pampe ist dabei. Puerto ist dabei. Können wir mal schauen. René diesmal nicht. Und in Gruppe B fährt natürlich auch Miseries stärkster Konkurrent Okta mit, der jetzt schon etwas größeren Abstand auf Misery hat. Racer Fun, würde ich sagen, ist eher in Schlagdistanz zu Okta als Okta zu Misery. Aber Okta jetzt auch im nächsten Rennen nicht dabei und ja, war er überhaupt jetzt dabei? Naja, wir werden es gleich sehen. Vorerst gibt es natürlich erstmal das Qualifying und währenddessen lasse ich natürlich ein Interview laufen und zwar mit Misery. Jo, hallo Misery. Ja, hallo. Ja, jetzt in Monza, das letzte Rennen, nur Zweiter geworden, in Anführungszeichen natürlich. Ganz knapp in der letzten Runde wurdest du noch überholt, also fast sogar die letzte Kurve. Und zwar nicht von Okta, sondern von Racer Fun. Also hat der Racer Fun da Hammer gut trainiert oder hattest du da ein bisschen geschwächelt? Ja, also erstmal ist Racer Fun natürlich 1A gefahren, also Gratulation nochmal an ihn. Und ich hatte am Ende keinen Sprit mehr, weil ich dachte, dass ich 2 Runden überrundet war. War aber nur eine Runde und dann ist mir auf der vorletzten gerade der Sprit ausgegangen und so hatte ich natürlich keine Chance, ihn hinter mir zu halten. Und ja, einfach klassisch verpokert. Ja, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und jetzt in diesem Rennen erhoffst du dir wahrscheinlich mehr. Da erhoffst du wahrscheinlich auch den Sieg in Gruppe A und B. Zumindest von den Qualifying-Zeiten bist du da ganz, ganz weit oben, zusammen mit Bluebird, einsame Spitze. Sind vernünftige Zeiten, das stimmt. Ja, also was denkst du, ist denn heute für dich drin? Ja, also mein Ziel ist Podium. Gruppe B will ich natürlich gewinnen. Gruppe A wäre es natürlich auch schön, damals zu gewinnen, aber Bluebird ist sehr stark und man weiß nicht, was die anderen so fahren und wie das Wetter wird. Und es sind halt alles so Einflüsse, die das Rennen zerstören können. Die haben eine gefährliche Boxenausfahrt, da kann man leicht eine Strafe kassieren. Aber ich glaube, das Podium drin ist. Okay, also du willst dich da nicht festlegen und auf einen Sieg hoffen, sondern lieber, ja, also Sieg in Gruppe B natürlich und in Gruppe A. Ja, gucken, was dabei rauskommt. Aber Podium auf jeden Fall wahrscheinlich. Richtig. Also natürlich hoffe ich auf einen Sieg, aber ich denke mal, es kann so viel passieren, dass kann halt alles passieren. Ja gut, dann sehen wir dich oder hören wir dich vielleicht nochmal am Ende, wenn du das Rennen gewinnen solltest. Mal sehen. Jo. Ist ja nicht so unwahrscheinlich. Und dann natürlich viel Glück für das Rennen und bis eventuell nach dem Rennen. Vielen Dank. So, dann haben wir wieder die Tabelle vor uns. Oder besser gesagt das Qualifying-Ergebnis. Und Misery hat da gewinnen können mit einem fetten Vorsprung. Ich weiß nicht, ob Bluebird auf Hard gestartet ist oder warum Misery da so viel Vorsprung hat. Das ist ja fast eine Sekunde. Und ich bin Vierter geworden. Mit einer schlechten Zeit. Die Zeit von Fiddle hätte ich schlagen können und ich glaube fast, dass Fiddle auf Hard gestartet ist. Also mein Ergebnis hier nicht optimal. Ich bin nicht wirklich gut durch die Runde gekommen und hatte auch nur 2 Versuche, weil die Reifen hier in Singapur, die bauen sowas von schnell ab.
Und da sollte man sich nicht erlauben, dreimal rauszufahren im Qualifying. Also Maximum zweimal. Und das habe ich gemacht. Hätte mir sogar eins noch sparen können. Und ja, dahinter dann Avo, ganz knapp. Ich weiß nicht, welche Reifen der gewählt hat. Und den Rest müsst ihr euch schnell angucken. Und los geht's ins Rennen. Auf geht's. Ja, dann lassen wir noch mal das Fahrzeug auf die Rennstrecke. Ich glaube fast, dass wir den Start dann nicht aus meiner Perspektive uns angucken. Den können wir ja nochmal im Replay gucken, aber ich glaube, dass der Start von Chasey Chess sehr, sehr, wie soll ich sagen? Lassen wir uns einfach überraschen und gucken selber rein. Müsste ihn noch erwischen, aber ich glaube, ich habe ihn. So, da sind wir drauf auf Chasey Chess Perspektive und es wird gleich ganz, ganz eng werden. Das kann ich versprechen. Oh. Ja, eine leichte Berührung hier und Lupo rutscht weg und hinten ja, rutscht ihm Puerto rein, glaube ich. Also hier eine ganz kritische Situation. Ich weiß nicht, wer Schuld hatte. Wir werden vielleicht gleich im Teamspeak was hören können. Oh Gott, wer war das jetzt? Links ist es auch Puerto, ja, Puerto. Also nicht so schön, aber jetzt natürlich schnell wieder auf die Spitze schalten. Ja, also ich konnte meine vierte Position halten, Avo konnte sie auch halten. Ich denke, das Replay vom Start hier brauchen wir uns gar nicht unbedingt angucken. Ist ja nichts passiert, alle haben ihre Position gehalten. Quatsch, Viertel ist eine Position weiter vor. Also wir gucken uns auch nochmal den Start aus meiner Perspektive an. Hier geht's los. Und Viertel kommt halt sehr gut weg. Auf den harten Reifen. Oh Gott. Und ich überhole fast Bluebird hier. Aber bin dann in der Außenkurve. Und ich denke, dass... Das sieht sogar relativ gut aus, aber... Oha. Ah, da verbremse ich mich. Nicht so schön hier von mir. Entschuldigung nochmal, Bluebird. Ist eigentlich nicht meine Art. Warnverbremser. Ja, und jetzt Bluebird halt vorbei. Okay, ja, dann haben wir noch ein paar andere Perspektiven zur Verfügung. Und zwar die von Viertel. Die würde ich sagen, nehmen wir jetzt. Oh, da ist die Qualität nicht ganz so schön. Da werde ich dann, wenn es geht, immer auf meine schalten. Und der ist knapp hinter Misery. Mit harten Reifen. Also das ist eine... Na gut, erste Runde, okay. Aber trotzdem, nicht schlecht. Und auch eine 1:41,5 im Qualify mit hart... ist auch relativ gut. Schaffe ich gerade mal mit weich. So, aber der lässt ja auch... Na doch, Bluebird jetzt hinter ihm, aber das kann man, glaube ich, aus meiner Perspektive auch besser erkennen. Den Zweikampf da. Ja, aber noch nicht in Schlagdistanz. Dann werden wir mal unsere vierte Perspektive auspacken. Und zwar Dr. Pampe, das erste Mal diesmal mit einer Perspektive dabei. Leider nur die ersten paar Runden. Also teilweise, er musste öfters mal abbrechen und dann wieder neu starten, weil es geleckt hatte. Und deshalb leider nicht das ganze Rennen dabei. Ich habe da nur den Anfang genommen, weil man das ansonsten zeitlich leider nicht koordinieren könnte. Und er ist jetzt hier in der zweiten Runde auf der sechsten Position hinter Avu. Kann anscheinend den Speed hier noch gut mithalten. Habe ihn kaum trainieren sehen, deshalb hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er da so gut mithalten kann, aber anscheinend hat er die Strecke noch im Blut. So, dann nochmal nach oben gucken. Jo, also, oh, Viertel mit einem Verbremser und jetzt hat Dube die Chance links zu überholen. Aber reicht nicht ganz. Aber dafür komme ich jetzt auch ein ganzes Stück näher. Also ich bin jetzt dadurch wieder dran. Aber natürlich Misery ist jetzt weg erstmal. Also der hat seinen 2 Sekunden Vorsprung sicher. Ist da jetzt aus dem DRS draußen. Das ist natürlich komfortabel. Nächste Runde wird es ja DRS geben. Ja, ich bin jetzt halt perfekt dran. Also für mich läuft das bis jetzt ganz super cool. Und ich merke gerade, dass ich kein Storyboard von mir geschrieben habe.
Und da passiert was Wichtiges und ich weiß jetzt nicht, in welche Runde das war. Aber ich habe gerade wirklich überhaupt ziemlich wenig Zeit so. Deshalb muss ich das leider entschuldigen. Also, Zucker in Runde 4 dürfte da bei mir was passieren, was wir auf keinen Fall verpassen dürfen. Und ja. Dann nochmal auf Pampe gucken. Das gibt's doch gar nicht, oder? Ja, der bleibt dran, könnte knapp werden mit dem DRS. Nee, schafft. Ja, könnte klappen. Aber da will ich lieber mal mir gucken, ob ich DRS kriege. Ich glaube nämlich, dass ich DRS kriege, aber hinter mir ist auch Avo ganz dicht dran. Gerade eben mit dem Pfeil sehr, sehr dicht. Und die Kurve habe ich relativ gut bekommen. Ich glaube, ich gebe jetzt mein ganz. Nee, fast das ganze Curse gebe ich aus. Aber natürlich Bluebird genauso. Und der attackiert jetzt hier vorne Vettel und gibt es da eine Berührung? Ich glaube. Und dadurch komme ich jetzt hier außen vorbei und muss ihn wieder vorbeilassen. Also, das Strafensystem ist echt beknackt. Und jetzt hier schalten wir schnell auf Chasey Chess um. Der musste mich da. Nee, der war da nicht dabei. Ich hätte gedacht, da wäre jetzt was passiert, aber war nicht. Ja, also ich musste jetzt hier eine Menge Fahrzeuge vorbeißen. Und jetzt bin ich auch schon wieder am ersten vorbei an Dr. Pampe. Also hier unglaubliches Pech mit dieser. Ja, ich bin halt. Gut, ich bin halt neben der Strecke gefahren und habe währenddessen Bluebird überholt. Aber natürlich nur, weil Bluebird einen Fehler gemacht hatte und nicht, weil ich abgekürzt habe. Aber das ist natürlich ein schlechter Zufall, unglücklicher Zufall, also ja, ein bisschen ärgerlich mit der Strafe, aber kann man nichts gegen machen. Oder ja, Strafe war es ja jetzt nicht, glücklicherweise. Jetzt versuche ich natürlich hier wieder schnell vorbeizukommen, zumindest jetzt in der nächsten Runde im DRS-Fenster. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal Jesus der überholen könnte. Und zwar Bluebird. Oh, der drängt den da ein bisschen nach außen. Ich habe das Gefühl, dass Bluebird da ausweichen musste. Aber er kann sich behaupten, oder doch nicht. Oha, das kann ich natürlich jetzt ausnutzen. Da kann ich jetzt beide auf einen Schlag überholen. Das ist natürlich richtig cool. So, wow. Das war mein Frontflügel. Zweitens eine Strafe und drittens eine Menge Plätze. Das war nicht so cool, aber hat sich auch noch während dem Rennen, glaube ich, entschuldigt. Ich war jetzt nicht im Teamsieg, also ich konnte die Entschuldigung nicht entgegennehmen. War, so viel ich weiß, Jesus, und man könnte den Unfall auch nochmal aus Pampes Sicht sehen. Dazu schalten wir noch mal ein bisschen zurück. Runde 4, nein, das war die falsche Perspektive. So, hier, alle drei nebeneinander. Und Pampe hat das hier schön im Blick mit aufgefangen. Leider die Qualität nicht so gut, aber egal. Ja, hier, Jesus, rast mir rein. Fährt sich, glaube ich, auch den Frontflug ab. Ob er eine Strafe hat, weiß ich nicht. Könnte sogar auch sein. Also natürlich für uns beide hier ein riesen Nachteil. Und Pampe jetzt natürlich hier wieder zwei Plätze gut gemacht. Also dem spielt das Ganze in die Karten. Und mein Rennen ist natürlich jetzt so, sagen wir, ruiniert. Ich denke, hier Position 7, eine Durchfahrtsstrafe. Und ich muss außerdem noch den Frontflügel wechseln. Und die Reifen natürlich gleich mit. Also mehr Pech kann man nicht haben, ja. Die einzige Sache, was jetzt hier noch mich retten könnte, wäre ein Safety Car, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist hier in Singapur. Hoffen wir, dass eins kommt, aber wer soll es auslösen? Also, naja, mal gucken. Ich versuche natürlich jetzt hier wieder an die Gruppe ranzukommen hinter mir. Jesus kann mich natürlich überholen, also je nachdem, ich weiß nicht, ob sein Frontflügel auch ab ist. Wenn ja, dann wird er mich jetzt nicht überholen.
Und wenn, dann wird er mich überholen, mal sehen. Ist jetzt auch nicht so wichtig, ich fahre jetzt einfach in die Box rein. Gucken wir lieber, was die Spitze treibt. Zum Beispiel Vettel, der ist 7, sage und schreibe 7 Sekunden hinter Misery, fast 8 Sekunden. Der hat wohl einen Fehler gemacht. Ja, hat er. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Nee, hat er nicht. Also irgendeinen Fehler wird er schon gemacht haben. Ja, okay. Gut. Aber halt keinen allzu großen. Es waren einfach die Zweikämpfe, denke ich, mit uns, die ihm hier die Zeit gekostet haben. Und man sieht hier am Anfang, er hat nicht viel trainiert, so viel ich weiß, und man kann es hier am Anfang wirklich sehen, öfters mal, dass er hier sich verbremst, rausfährt, und ja, deshalb wundert es mich, dass er so eine krasse Qualifying-Zeit gefahren hat. Vielleicht hat er ja doch heimlich geübt, also, naja, schauen wir nochmal auf Jazzy Jazz runter. Ja, der hat ja am Anfang diesen riesen Pech am Start gehabt. Und Race of Fun klebt dem ganz schön am Heck dran. Und er hat minus 3 Runden Sprit an Bord. Also er ist auf jeden Fall mit der niedrigen Benzinstrategie gestartet. Also aggressiv. Und jetzt hier die Kurve auch nicht optimal genommen. Vielleicht geht da was für Racer fahren. Ich weiß nicht. Nein, geht nicht. Dann nochmal schnell auf Pampe. Oh. War da gerade was? Na. Ich habe da so ein paar Frontflügelteile rumfliegen sehen. Und gut, aber hier ist auch nicht viel los. Also schauen wir doch mal, was der Vettel so treibt. So, da sind wir bei ihm. Und jetzt hat er 9 Sekunden. Also nochmal um 1,5 Sekunden Zeit verloren auf Misery und hinter ihm Avo. Und zum Glück für ihn nicht im DRS, aber mich würde interessieren, wer jetzt hinter Avo ist. Schade, dass wir da keine Perspektive haben. Ja, bleiben wir noch kurz hier bei Vettel drauf. Der wird gleich was Lustiges veranstalten. Das kann ich schon mal sagen. Und ja. Oh, da liegen wir auch schon wieder Frontflügel rum. Also die Strecke hier ist wirklich nicht zum Spaßen. Für Anfänger, glaube ich, ganz schlecht geeignet. Die schwierigste Formel-1-Strecke, würde ich sagen. Also, na, vielleicht ist Monaco ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen schwerer. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Aber trotzdem mag ich die Strecke, also die meisten Fahrer hassen diese Strecke, aber ich finde die eigentlich ganz okay. So, und jetzt hat anscheinend Bluebird Avo geholt und Vettel macht einen Fehler und der Frontflügel wird sogar rot, also die Berührung sah jetzt nicht so doll aus, aber trotzdem roter Frontflügel und das bedeutet natürlich in die Box zu fahren. Da bleibt ihm keine andere Wahl. Auch wenn er noch relativ gut mitfahren kann und vielleicht nur, na, sagen wir 8 Zehntel verliert pro Runde. Vielleicht auch eine Sekunde. Ja, man verliert schon eine Sekunde, glaube ich. Aber, ja, geht einfach. Ist zu viel. Außerdem, der Boxenstopp wäre jetzt sowieso in den nächsten 5 Runden gewesen oder sagen wir in den nächsten 8 Runden. Und von daher bleibt ihm nichts anderes übrig. Mal gucken, wo er wieder rauskommt. Momentan sehe ich da niemanden auf der Start und Ziel. Er kommt. Ah, ich glaube, Racer Fun eventuell. Ja, Racer Fun. Gut, aber jetzt will ich nochmal kurz auf den Chasey umschalten. Was der so treibt. Okay, der wird. Nächste Runde an die Box fahren, also nochmal auf Vettel zurück. Hat kein DRS, also wird jetzt hier nicht vorbeifahren, deshalb jetzt mal gucken, was ich so treibe. Jo, und ich bin 10. hinter Jesus und vor Okta. Also Okta mit noch einem größeren Fehler oder noch mehr Pech.
Und dahinter auch noch Lupo. Lupo, also ich glaube, der Startcrash hat da einige mit nach hinten gespült, die eigentlich weiter vorne fahren würden. Auch Lupo eigentlich, hätte ich weiter vorne eingeschätzt. Ich glaube, dass der da ganz schön verwickelt war am Anfang. Ja, ziemliches Pech und ja. Der Start entscheidet normalerweise nicht das Rennen, ist die Aussage von den meisten. Oder ist nicht rennentscheidend, aber im negativen Sinne natürlich schon. Im positiven nicht, wenn man einen Platz gewinnt, aber dafür, sagen wir, 10 Plätze riskiert. Ja, dann sollte man, glaube ich, lieber einen Platz verlieren, anstatt 10 Plätze zu riskieren. Egal, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, überall hier liegen Teile rum. Okay, dann wird jetzt, glaube ich, Jazzy Chess in die Box fahren. So. So ist es. Immer noch hier mit minus 3 Runden Sprit. Bleibt aber auf normal. Ah, die Qualitäten nicht so schön. Ja, und hier interessant, er fährt links in die Box rein. Viele Fahrer, also ich auch, fahren einfach rechts so den ganz normalen Streckenablauf weiter und fahren dann über diesen roten Bordstein drüber, also über die Curbs drüber. Geht um einiges schneller, hätte er sich vielleicht mal vorher anschauen können, ist natürlich ein bisschen risikoreicher, aber geht echt. Ich glaube, da gewinnt man schon 2 Sekunden. Zumindest 1 Sekunde auf jeden Fall, also die verliert er hier anscheinend bei jedem Boxenstopp, wenn er so reinfährt. Und mal gucken, er kommt auch ganz weit hinten raus, hinter mir. Ja. Noch vor Lupo wahrscheinlich. Oder der kommt jetzt da auch angeschossen, aber es reicht auf jeden Fall vor Lupo rauszukommen. Aber es ist ganz hinten. Also 11. Position von 12, so viel ich weiß. Oder sogar, oder 13. Bin ich mir nicht sicher. Ja. Wir schauen nochmal zu mir. Und ich habe jetzt 11 Sekunden Rückstand. Also, ja. Also anscheinend hier Jesus mit nicht so viel, naja. Irgendwas wird er nicht gehabt haben. Entweder hat er seinen Frontflügel behalten bei dem Crash. Oder er hat keine Durchfahrtsstrafe bekommen. Irgendeinen Vorteil hat er wahrscheinlich gehabt. Und deshalb hat er jetzt hier 11 Sekunden auf mich Vorsprung. Und ja, ich war mir zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht sicher, wer das war, ob das Bluebird oder Jesus war. Ich habe natürlich vermutet, dass Jesus das war. Aber das ist echt schwer aus der eigenen Perspektive zu erkennen, wenn man da gerade hier schön beim Kurveneinlenken ist und dann plötzlich abgeschossen wird. Also ja, habe es einfach vermutet, weil Jesus dann auch da in der Ausbuchtung stand. Und jetzt hier konnten wir sehen, Baseline zerstört sein Fahrzeug. Und oben in der Mitte kommt jetzt die Nachricht, dass das Safety Car rauskommt. Also tatsächlich die einzige Chance für mich, wieder ans Feld ranzukommen. Also auf der Minimap links könnt ihr sehen, ein riesen Abstand. Ich glaube fast, also mehr als eine halbe Runde. Wahrscheinlich eine Minute Rückstand schon. Zumindest 50 Sekunden, also wirklich enorm. Und das Safety Car hier rettet mir natürlich alles. Oh, wenn er... Das war knapp jetzt. Zum Glück nicht den Frontflügel abgefahren und ich darf das Safety Car noch überholen. Gibt ja, oder besser gesagt, gab ja mal so einen Bug, ich glaube im allerersten Ligarennen, ja. In Melbourne, da konnten ein paar Fahrzeuge oder ein paar Fahrer nicht am Safety Car vorbeifahren. Und obwohl das in der Realität eigentlich möglich wäre. Und zum Glück jetzt hier dieser Bug gefixt. Also ich konnte noch am Safety Car vorbeifahren. Und habe deshalb keine Runde Rückstand, sondern bin dann direkt wieder an allen dran. Jo, perfekt jetzt für mich gelaufen. Und dann will ich mal jetzt wieder an die Spitze schauen. Oh, oh, oh. Da läuft irgendwas schief bei Viertel. Jupp, ist wie Monaco im Tunnel. Ah. Komplette Front weggehauen, naja. Und jetzt hier läuft noch irgendwas schief. Also ihr habt gerade kein Bild wahrscheinlich. Nee, habt ihr nicht. Sehen wir wenigstens mein Bild. Ja, mein Bild sehen wir, also irgendwas läuft hier schief gerade. Dann schalten wir nochmal von meinem Bild auf das von Pampe. Geht das? Das geht auch nicht. Ach so, ich weiß warum.
weil wir Pampes Perspektive gar nicht mehr haben. Okay, das ist natürlich ein Argument. Und haben wir jetzt wenigstens noch die Perspektive von Jazzy Jazz? Ja, die haben wir noch, die haben wir noch. Perfekt. Und zwar sind wir in Runde 9. Ne, da passiert jetzt nichts erstmal bei Jazzy Jazz. So, kommt ja auch das Safety, ist ja auch das Safety Car draußen. Ich würde sagen, wir nutzen es jetzt einfach mal wieder, um das Fahrerfeld zu ordnen und mal gucken, wer wo steht. Also Jesus immer noch auf der 10. Und ich? Bin ich dann immer noch auf der... Ne, ich bin auf der 7. Also, da ist jetzt noch irgendwas passiert. Da muss jetzt noch irgendwas passiert sein mit Jesus, weil der hatte ja gerade eben 11 Sekunden Vorsprung. Jetzt ist er hinter mir auf der 10. Vielleicht hatte der Pech mit dem Safety Car, dass er da hinter warten musste. Dann hätte ich jetzt gleich eine Runde Vorsprung, aber nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Der wird schon hinter mir sein. Ja. Ich probiere nochmal, ob es bei Vettel mittlerweile wieder alles in Ordnung ist. Nein, anscheinend nicht. Und jetzt hier wieder das Bild stehen geblieben. Ich weiß nicht, warum bei Vettel das nicht geht. Also, beim Test ging es immer. Ist jetzt ärgerlich. Ja. Und dann springen wir jetzt einfach mal ein bisschen vor. Ich muss dann erstmal alle vorbeilassen, das ist ja kacke. So, wir springen jetzt einfach mal hier vor. Alle sind hinterm Safety Car. Ich glaube, dass es nicht diese Runde reingeht, sondern eher nächste. Ja, so ist es. Dann springen wir einfach mal hier die Safety Car Phase vor. Schadet ja niemandem. Und hier pünktlich zum Restart sind wir wieder dabei. Mal gucken, ob beim Restart was passiert ist. Zumindest nicht bei Jazzy Jazz. Und Racer Fun hier kommt überhaupt nicht gut weg. Der hat da irgendwie geschlafen. Und ich bin gleich vorbei. Also hier ein ganz schlechter Restart und noch ein schlechter Restart hier von dem Mercedes-Fahrer. Überleg gerade, wer das war. Aber kann das Jonas gewesen sein? Ist der mitgefahren? Wer fährt noch Mercedes? Ah, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also irgendjemand da mit einem fetten Fehler. Und jetzt habe ich natürlich wieder vollen Anschluss und bin hinter Pampe. Also quasi so wie 10 Runden vorher. Also oh, könnte man sagen, nachdem ich da Blubert wieder vorbeilassen musste, hatte ich ja auch eine Menge Plätze verloren und war ja auch hinter Pampe. Also circa so wie vor 10 Runden. Jetzt geht's nicht. Oh, Pampe hier kommt hier nicht ganz so gut durch. Sein Vorderrad hebt ab hier auch wieder. Pampe fährt anscheinend sehr aggressiv. Vielleicht sieht's auch nur so aus. Ja, mal gucken. Ich denke, da sollte ich dann rankommen. Hab auch, glaube ich, auf Fett umgestellt. Ja. Na gut, dann schauen wir nochmal hier bei Jazzy Jazz. Aha, bei dem ist gerade was los, glaube ich. Der ist direkt hinter Okta. Ich glaube fast, wurde der überholt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er wurde nicht überholt. Und er kann jetzt hier innen vorbeigehen, wenn er ein bisschen schneller rausbeschleunigen würde, aber so reicht es nicht. Und aber so macht es keinen Spaß, Jungs. Okay, er wurde berührt, also Okta wurde angeschoben leicht. Eventuell auch Steambug. Ich konnte jetzt nicht erkennen, ob das eine Berührung war oder ob das Zentimeter dahinter war. Auf jeden Fall hat Okta eine Berührung abbekommen. Ob es durch den Steambug war, ja, vielleicht könnt ihr das nochmal, wenn ihr zurückspult, sehen. Will ich jetzt nicht zurückspulen, aber natürlich jetzt hier Lupo mit dem Angriff. Schön, dass wir ihn mal hier aktiv, naja, in den Zweikämpfen verwickelt haben. Weil sonst haben wir ja eigentlich seine Perspektive selten im Blick gehabt. Vielleicht kann der Lupo jetzt mit DRS vorbei, aber Jazzy Jazz hat auch DRS. Also, zumindest wird er mal rankommen. Oh ja, jetzt. Also, es ist eine schwierige Situation für Jazzy Jazz. Will natürlich vorne an Okta vorbei. Und hinten drückt aber auch Lupo auf die Tube. Also,
Mal sehen, Okta fährt hier wirklich nicht so optimal. Ich hatte mal ganz am Anfang mit ihm trainiert, als wir noch für Monza eigentlich trainieren mussten. Weil Okta ist, glaube ich, nach Barcelona gereist und deshalb hat er schon mal hier in Singapur geübt. Weil er wusste, dass er in Monza nicht mitfahren kann. Oh, und jetzt hier der Verbremser. Also jetzt könnte Lupo vorbeiziehen. Aber es reicht anscheinend wieder nicht. Außer wenn er jetzt noch mit Curse vorbeigeht. Hat er noch genügend Curse übrig? Nein, anscheinend nicht. Und Okta, ja, also gut. Wie gesagt, ich habe am Anfang mal mit ihm trainiert. Also, sagen wir 2 Wochen vor dem Rennen. Oh, aber ich glaube, er hat seitdem nicht mehr trainiert. Oder nicht mehr so viel auf jeden Fall. Weil der hat gerade ziemliche Probleme. Oh, und Chasey Chess. Oh nein. Na, da kommen ja die ersten Top. Frontflügel auch weg hier. Wird wahrscheinlich jetzt in die Box fahren. Und fährt er in die Box? Nein, fährt nicht in die Box. Anscheinend geht's noch. So, und jetzt fängt's an zu regnen. Und ich bin noch nicht an Pampe reingekommen. Ich weiß nicht, habe ich einen Fehler gemacht vielleicht? Oder Pampe ist einfach verdammt schnell? Ich glaube, Pampe ist gar nicht so langsam gefahren. Ich hatte da, glaube ich, teilweise wirklich Schwierigkeiten ranzukommen. Vor allem hier am Anfang. Ich glaube, einfach daran lag es. Ja, 1,6 Sekunden der Rückstand. Ein bisschen näher und ich krieg DRS. Also könnte klappen nächste Runde. Vor allem natürlich, wenn er einen Fehler macht. Und wie ihr auf der Minimap schön sehen könnt, das Feld ist ganz dicht wieder bei. Also, naja, ganz dicht nicht, aber zumindest vorne die Spitzengruppe ist relativ dicht beieinander. Und deshalb würde ich jetzt gerne wieder auf Viertel umschalten. Und es könnte sein, dass es geht. Juhu, Viertel ist wieder im Bild. Super. Da hatte ich, also das Video von Viertel hatte da, ich weiß nicht, ob ich es falsch gedownloadet hatte, ob das beim Download irgendwelche Schwierigkeiten gab und da nur teilweise das gedownloadet hatte. Auf jeden Fall, ja. An manchen Stellen hier kein Bildmaterial. Und er ist hinter Misery immer noch an 2 und ganz knapp dahinter ist Bluebird. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ist denn da los? Was der so sich einfallen lassen wird. Wenn er nichts falsch macht, wird er jetzt im DRS hier vorbeikommen. Ah. Oder sogar vorher. Ne, vorher nicht. Viertel bremst sehr früh hier. Grundgüte. Übrigens. Habe ich aber auch gemacht. Also anscheinend hier Spezialität der beiden Lotus-Piloten. In dieser ersten Kurve sehr früh abzubremsen. Und Bluebird hier irgendeinen Fehler gemacht, weil sonst würde er jetzt hier viel, viel näher dran sein. Scheiße. Und Fiddle gibt sein ganzes Curse aus und ist jetzt natürlich locker noch vor ihm. Ja, und wenn er jetzt hier keinen Fehler macht, dann wird er zumindest diese Runde, wird der Bluebird es schwer haben, ihn zu überholen. Vielleicht in der nächsten, in dieser Geraden, da hinten auf dieser langen Geraden, die jetzt gleich kommt. Wenn er sich der Curse angespart hat, dann hat er auf jeden Fall die Chance. Das will ich jetzt noch kurz abwarten. So, jetzt die Frage. Viertel beobachtet auch das ganz, ganz lange im Rückspiegel. Und es reicht relativ knapp. Wenn die gerade hier, sagen wir, 100 Meter länger wäre, dann hätte er einen Angriff starten können. Aber so reicht es nicht für Bluebird. Also hier gerade spannendes Duell. Vielleicht mal gucken, ob ich rangekommen bin vorne. Nein, bin nicht rangekommen. Der Abstand sieht eigentlich relativ ähnlich aus. Und hinten auf meinen Verfolger, auf Lupo, der jetzt Siebter ist, nicht schlecht, hat anscheinend profitiert vom Safety Car. Habe ich jetzt 15 Sekunden Vorsprung. Na gut, und dann mal wieder bei Chasey Chess vorbeischauen, würde ich sagen. Oh, und der hat gerade hier jemanden überholt, Racer Fun. Das spule ich schnell zurück. Das ist bestimmt ein cooles... Oh, Racer Fun macht da wohl einen Fehler, ja. Oh, der ist ja ganz... Was, der hat auf Intermediates gewechselt? Och
Gott, Racer Fun. Eine Runde mindestens zu früh, wenn nicht sogar zwei. Also das mit dem Reifenwechsel, das sollte er nochmal extra üben, vielleicht. Also, da hat er jetzt auch, glaube ich, schon öfters mal, den falschen Griff getätigt. Oder die falschen Reifen gewählt. So. Naja, aber dann interessiert mich der Vettel nochmal. Und immer noch hat er sich behaupten können, den zweiten Platz. Also Misery kommt aber auch nicht so wirklich weg hier im Regen. Also Misery kann seinen Vorsprung bewahren. Und Bluebird kommt nicht vorbei. Jetzt ist die Frage, wann werden die in die Box gehen? Wird es schon diese Runde sein? Also ich kann es mir vorstellen. Ja. Gut, jetzt hier wird er nicht vorbeigehen, deshalb gucken wir mal schnell zu mir. So, ja, und immer noch nichts verändert. Genauso wie die Runde davor. Nur, dass ich jetzt 18 Sekunden auf Lupo habe, oder 19 fast, anstatt 15, na gut. Und da fährt Pampe, fährt auf jeden Fall in die Box und der Fahrer davor auch. Und ich bleib noch eine Runde draußen. Ich glaube fast, dass ich es riskiere und gleich auf Regenreifen wechsle. Das wäre natürlich ein starkes Stück, ist risikoreich. Vor allem bei so einem Stadtkurs ist es risikoreich und wir werden sehen, ob es klappt oder ob es in die Hose geht. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt schon schwierig hier zu fahren bei den Bedingungen. Gut, ich werde nächste Runde in die Box gehen und da jetzt bei Chasey Chess was passiert, werde ich da raufgehen. Wird da was passieren oder ist da schon was passiert? Nee, da wird wohl was passieren. Geht er in die Box vielleicht? Kann ich mir vorstellen, dass er jetzt in die Box fährt? Ja. Das wird's gewesen sein, ja. Fährt in die Box und hier wieder seine, seine vorsichtige Boxeneinfahrt. Eben nicht über den Curb rechts. Gut, vielleicht wusste er das nicht, dass man das machen kann. Oder er hat aus Sicherheitsgründen macht das so. Aber ja, ist ja nicht der Einzige, das machen ja viele Fahrer so. Ich weiß jetzt nicht, in der echten Formel 1 ist es auch gar nicht erlaubt, so viel ich weiß, ja. Gut, jetzt hätten wir uns vielleicht vorher drauf absprechen müssen, vielleicht war das jetzt gar nicht so, super von mir, dass ich da immer über den Curb bin. Vielleicht war das eigentlich gar nicht erlaubt. Ich bin nur am Rumrutschen. Gut, aber Strafe wird es dafür nicht geben. Und da kommt ein bisschen und es gibt die Strafe, das hatte ich mir notiert. Das verstehe ich nicht so ganz, weil er war natürlich mit einem Reifen über der Linie drüber oder auch mit zwei. Aber mit zwei war er eben auch noch innerhalb der Linie. Also, ich finde eine Fehlentscheidung. Aber, ja, vielleicht sehen es auch andere anders. Also, ein bisschen kritisch. Dann gucken wir wieder mal zu mir zurück. So, ich fahre jetzt in die Box, kann das sein? Dann entweder habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe auf jeden Fall keinen Fehler gemacht. Und ich bin Erster, weil alle anderen schon in der Box waren und ich habe direkt auf Regenreifen gewechselt. Also ich glaube, ich habe fast drei Runden später als Racerfahren oder vier Runden später als Racerfahren gewechselt. Aber wie man sieht, das reicht. Und puh, hier kein Fehler gemacht. Und warte, jetzt kommt der Fehler und boah, das ist ärgerlich. Es hat einfach sowas von blockiert und ich konnte nicht mehr abbremsen. Also ich war natürlich auf der Bremse, aber die Reifen, tja, die haben da nicht mitgemacht. Und das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Extra jetzt lange draußen geblieben, viel riskiert, um dann direkt auf die Regenreifen zu wechseln. Und dann haue ich mir gleich mal den Frontflügel ab in der ersten Kurve.
Und das bedeutet erstens noch einen Boxenstopp und zweitens eine Menge Zeit, die ich hier auf der Strecke verliere, weil ihr seht, ich bremse sehr früh, rolle hier eigentlich über die Strecke, über den Kurs. Achte auf den Fahrer hinter dir. Und er liegt gerade mal 2 Sekunden. Ich hoffe jetzt, zurück, dass ich mich noch mehr. Oh nee, oder? Oh nee. Da rutsche ich so ganz langsam und gemütlich schön rein. Deine Rundenzeit ins Verderben. Komm zur Reparatur an die Box. Also. Das war hier. Boah, und hier schon wieder. Gut, das zum Glück jetzt kein Reifenplatz oder sowas. Reifenschaden oder Aufhängungsschaden. Aufhängungsschäden gibt es, glaube ich, sowieso gar nicht hier. Ein bisschen schade, finde ich das. Und deshalb kann man hier auch ein bisschen aggressiv die Mauern mitnehmen, wenn man sowieso schon einen Frontflügel kaputt hat. Ja. Ah, das ist ärgerlich für mich. Und. Ja. Ja, nochmal Glück gehabt hier. Also das kostet halt richtig Zeit. Ich weiß nicht, wo ich die wieder herholen soll. Oh, wow, wow. Noch können wir auf Chasey Chess schauen. Res, könntest du mich dann noch vorbeilassen, bitte? Aha, und Res soll irgendjemanden vorbeilassen. Oh, und der hat auch Schwierigkeiten. Anscheinend sind die Regenreifen zu früh gewählt. Vielleicht wären da noch ich glaube fast Intermediates wären hier besser. Ja, ich glaube. Ach so, was laber ich da? Was laber ich da? Frontflügel ab. Okay, dann würde ich mal sagen, gucken wir kurz, wo das war mit dem Frontflügel. Vielleicht Boxenausfahrt? Das wäre ja ein Ding, wenn es hier Boxenausfahrt wäre. Ah, diesmal hier keine Strafe abgeholt. Aha, aha. Und bam, weg ist er. Also, anscheinend hier, ich habe den Fehler auch sehr oft gemacht. Auch im Training, also, ich weiß nicht, ob der jetzt nochmal im Rennen kommt, bei mir. Aber hier ein ganz klassischer Fehler. Wer den noch nie gemacht hat, der wird den beim ersten Mal im Regen wahrscheinlich machen. Außer wenn man halt schon sehr erfahren ist oder ja. Oder sehr vorsichtig generell fährt. Und jetzt ist klar, warum der Frontflügel hier weg ist. Ja, und dann schalten wir wieder zu mir rüber und spulen wieder an die Stelle, wo wir gerade eben waren. Ja, und da bin ich gerade in der Box und habe mir einen neuen Frontflügel geholt. Und mal gucken, wie ich die Boxenausfahrt jetzt erwische. Und dann müssen wir auch mal wieder vorne auf Viertel schauen, was der so angestellt hat in der Zwischenzeit. Waren wir jetzt wieder ein paar Runden nicht drauf. Und jetzt ist Lupo auch an mir vorbei und hat auch einen relativ großen Vorsprung. Aber es ist noch eine Menge Zeit vor uns. Ja. Und Racer von hinter mir. Also Lupo muss ich natürlich vorbeikommen. Ja gut, ist eigentlich egal, weil der Gruppe B fährt, aber trotzdem. Oh nee. Habe ich mir schon so als Ziel gesetzt. Nee, das kann ich dir ernst. Hab mir eigentlich sehr viel vorgenommen hier für Singapur. Aber bis jetzt sieht's ja nicht so cool aus. Oh, das gibt es nicht. Aber vielleicht machen ja auch die anderen Fahrer Fehler. Ja, hier. Misery, zweiter. Und so. Wie ich vermute, Bubert erster. Jetzt werde ich gerade vom Spiel gefickt hier. Aha, Puerto wird vom Spiel gefickt. Okay, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Und lass das so stehen. Puerto raus. Okay, jetzt verstehe ich's. Davor war das ein bisschen zweideutig. Nein. Okay. Dann spulen wir einfach mal ein paar Runden vor, damit das Ganze hier nicht 3 Stunden dauert. Und zwar sind wir hier immer noch in Runde 20. Oha, da haben wir wohin gespult, wo es weh tut. Ja. Also, alle Fahrer haben hier zu kämpfen mit dem Regen und ich bin nicht der Einzige, der Fehlentscheidungen getroffen hat. Und der Fehler gemacht hat. Das hier hat Zeit gekostet, aber der Frontflügel ist noch dran, also ist noch nicht rot. Also er wird draußen bleiben können. Da hat er Glück. Und dann schalte ich mal in Runde 22. Okay.
Da habe ich mir auf meine Storyboard geschrieben, WTF. Ich hoffe jetzt, man hört das Telefon nicht. Das habe ich diesmal vergessen rauszuholen. Sorry, aber da darfst du nicht zickzack fahren, ey. Ja, rot unterlegt und WTF auf der Story, auf dem Storyboard. Also da wird gleich was passieren. Ja, sorry, Blue-Bird, ich hab gedacht, die Kurve fängt schon vorher an. Ich konnte da nicht sehen. Kein Problem. So. Aha. Jetzt musste ich gerade das Telefon wegschleudern, wegschmeißen. Deshalb jetzt hier verpasst, leider. Aber das will ich mir noch mal anschauen. Also das lasse ich mir nicht entgehen hier von Fiddle. Von Fiddle, so ein schöner Fehler. Kein Problem. So, gleich haben wir es. So. Ja, sorry, Bluebird. Ich hab gedacht, die Kurve fängt schon vorher an. Ich konnte da nicht sehen. Okay. Kein Problem. So, und das ist natürlich jetzt hier eine schlechte Situation für Fiddle. Aber er schafft es tatsächlich, da wieder rauszukommen, ohne sich den Frontflügel rot zu fahren. Und aber verliert natürlich eine Menge Zeit. Jetzt labert da gerade jemand auf den Anrufbeantworter, also wirklich hier. Na gut, viel Spaß noch, ne? Ciao. Danke. Ja, Rest ist anscheinend auch raus und ich weiß nicht, ob da noch mehr raus sind. Also Disconnect, so viel ich weiß. Boah, ich fahre jetzt sogar vor Bluebird. Okay. So, jetzt werden wir auf Runde 38 zumindest vorspulen. Da muss ich gucken, ob ich das erwische. Runde 38, Runde 33 hier. Runde 39, also hier ungefähr. So, jetzt sind wir da. Und wie ihr seht, es ist alles relativ gleich geblieben. Also ich bin immer noch 4, Bluebird 3. Also relativ gleich geblieben, sage ich nur. Pumpy jetzt 5. Ich glaube, der war davor auf 3. Ja. War Boxenstopp bedingt. Pumpy hat dann nochmal im Forum geschrieben. Ja, krass, wie ich da so schnell rankommen konnte an ihn. Also anscheinend bin ich da relativ schnell gefahren. Ich bin da relativ schnell gefahren. Ich hatte da auch, glaube ich, dann irgendwie dreimal die schnellste Runde hintereinander oder sowas. Also es war schon lustig, nach dem Reifenwechsel natürlich. Und ja, dadurch dann an Pump vorbeigekommen. Ich weiß nicht, ob es durch einen Boxenstopp war oder ob ich da ein Überholmanöver hatte. Ich glaube fast sogar, dass ich ein Überholmanöver hatte, aber da will ich jetzt nicht zurückspulen. Sonst dauert das ganze Rennen zu lange. Der Start ist sowieso immer am interessantesten. Danach ist das Feld sehr weit auseinander bei einem 100% Rennen. Da gibt es dann, wenn man 4 Perspektiven hat, leider meistens nicht mehr ganz so viel zu zeigen. Natürlich bin ich jetzt hier 5 Sekunden hinter Bluebird und kann da versuchen ranzukommen, aber das wird noch einige Zeit dauern. Deshalb schauen wir mal, was der mit wem der Fiddle das zu tun hat. Und zwar mit Misery. Und da sind wir fast zu spät drauf. Der wurde jetzt nämlich von Misery überholt. Ein wichtiges Duell. Ja gut, wie ich jetzt schon verraten kann, das Duell um den Sieg. Das war ziemlich einfach. Das Duell um den Gesamtsieg. Ja, wegen dem Reifen oder nur. Ja klar, und Misery redet hier noch. Während er mal so schnell Fiddle überholt, redet er einfach noch weiter. Der scheiß Regen. Und Bluebird auch. Und ja, hier, ihr seht's, meine schnellste Runde von mir. Ich habe da so in der Zeit wirklich ein paar schnelle Runden gefahren. Aber natürlich auch mit den bedingt durch die Reifen. Und im Teamspeak, die reden ja ganz schön hier, zumindest jetzt im späteren Rennen. Es sind auch nur noch 7 Fahrzeuge auf der Strecke. Ich glaube 13 sind gestartet. Wie gefällt es heute aus? War schon. Also es gab, so viel ich weiß, 3 Disconnects. Unter anderem Chasey Chess, der hatte dann auch seinen Disconnect. Da gab es noch eine Situation mit Mia, die ein bisschen ärgerlich war. Genau hier war das. Da bin ich hier so gefahren und dann links in die Box reingefahren. Und Chasey Chess wollte aber innen geradeaus weiterfahren hier auf die Stadt- und Zielgerade zu. Ich wollte aber in die Box rein. Und dann haben wir uns da so leicht berührt und Chasey Chess hat eine Strafe bekommen. Ziemlich blöd die Situation. War natürlich mein Fehler, weil ich nicht regelmäßig. Bist du da jetzt schon weg, oder nicht? Naja, den Eingang zur Boxengasse abgekürzt hatte.
ja. Deshalb tut es mir natürlich leid, aber glücklicherweise durch seinen Disconnect nicht rennentscheidend oder. Langsam kriege ich nämlich Angst, dass du mir tut's nichts zur Sache. Natürlich dein Disconnect nicht glücklicherweise. Das meinst du, ich in der Box war. Und jetzt werden wir mal auf den Schluss auf Runde 51 spulen. Weil da ist nochmal das Duell. Ja, sagt er mir auch. Viertel gegen Misery. Runde 48. Etwas zu weit. Ah, da ungefähr, ja. So, jetzt kommt nämlich Misery hier aus der Boxengasse raus. Und es ist ganz, ganz knapp. Viertel bei ihm blockieren die Räder ein bisschen. Zumindest den linken Vorderreifen. Aber er wird jetzt natürlich DRS bekommen. Und ich denke, wenn er jetzt hier in der Kurve keinen Fehler macht, wird er auch vorbeikommen. Ja, da muss er vorbeikommen. Willst du auf den Latten zu Ende fahren, oder was? Oh, und Misery hier redet und redet im Teamspeak. Ihr seid fertig, oder? Ich glaube, dass Viertel sich stumm gestellt hat. Und jetzt hier hat man gerade Shinto gehört, der jetzt hier nicht mehr mitfährt, sondern bei P1. Jetzt, ja, P1 mittlerweile. Mal ein Sturzregen. Da wird jetzt auch noch mal bald was zu kommen zu P1 und SRT und so weiter. Ich bin schon letzter in Gruppe A. Ja. Da werde ich euch nochmal mit ein paar Infos zustopfen. Aber es ist ein Muss, wenn ihr auf meinem Kanal Abonnent seid, dann müsst ihr dieses nächste Video gucken, wo es um SRT und P1 geht. Aber nichts Schlimmes. Jo, mal sehen jetzt, ob der Misery da wieder vorbeikommt, weil es geht hier um den Sieg. Runde 51 von 61. Das Videomaterial von Fiddle wird hier irgendwo abbrechen. Ich guck mal schnell vor. Okay, das hat noch Zeit, bis es abbricht. Ganz nicht mehr. Aber bis dahin können wir uns den Zweikampf auf jeden Fall anschauen. Ja, kurz würde ich aber doch nochmal gerne auf meine Perspektive schalten. Oh, ja. So, ich bin Dritter. Ich bin Dritter. Hinter Misery, ihr habt richtig gehört. Gab da so ein paar Zweikämpfe mit Bluebird, so halbe Zweikämpfe. War ganz kurz immer. Bin ich auch nicht so ganz so gefahren, wie ich wollte. Aber ich fand ich ein bisschen zu aggressiv, bin ich da reingegangen. Also, besser gesagt, ich habe ein bisschen zu spät gebremst meistens. So, jetzt aber hier nicht den Zweikampf verpassen vorne. Okay, fast verpasst. Aber Misery konnte nicht vorbei hier im DRS. Also, mal sehen. Und Viertel hat auch noch die Hälfte von seinem Curse übrig. Also ich denke, dass er jetzt hier nicht überholt wird. Auf der nächsten schnellen Langgeraden. Ja. Mal sehen. Also momentan in Gruppe A, Doppelsieg für Lotus. Viertel 1, ich auf 2. Und Gruppe B, Sieg für Misery. Also der Kampf hier zwischen Viertel und Misery, ich denke, dass da Misery... Oh, da gab's... Aber ist nichts passiert hier bei der Berührung mit der Wand. Ich denke, dass Misery hier im Zweikampf mehr Risiko eingehen wird, weil er hat, glaube ich, einen relativ großen Vorsprung von 50 Sekunden oder so auf den nächsten in der Gruppe B. Und ich denke mal, dass der hier sich schon gerne den Sieg in Gruppe A holen wird. Viertel wird aber eher die 25 Punkte hier anpeilen und will auf jeden Fall nicht einen Fehler machen, sodass ich noch vorbeikomme oder jemand anderes. Also der wird hier eher auf Sicherheit fahren, denke ich. Und Misery hier mit einer neuen Bestzeit, 1:44.0. Und jetzt, oh nee, jetzt ist er natürlich vorbei. Und hat auch noch, was? Viertel bekommt DRS und Misery kommt nicht vorbei. Aha. Ich hab's gemerkt. Also deine Reifen müssen noch rot sein. Okay, Misery fragt, oder ja, geht davon aus, dass die Reifen ziemlich abgenutzt sind hier von Viertel. Und anscheinend ist Misery gerade weggerutscht. Mal sehen, ob der Viertel sich da mit seinen Fujikato-Reifen über Wasser halten kann. Aber die sehen hier, also der linke Hinterreifen ist relativ rot und der rechte Hinterreifen auch.
also relativ rot jetzt nicht, aber der ist schon, für diese Strecke ist es schon fast zu viel. Da muss man wirklich jetzt in die Box fahren. Also der muss auf jeden Fall noch in die Box. Ob Misery noch in die Box muss, weiß ich nicht. Also wenn Misery nicht mehr in die Box muss, was auf jeden Fall, ja, Misery muss nicht mehr in die Box, ja. Den haben wir gerade rausfahren sehen. Also Misery hier ohne Boxenstopp, das heißt eigentlich, dass Misery das Rennen so gut wie gewonnen hat, oder? Ja, würde ich fast sagen. Oh, Entschuldigung. Oh. Jetzt, oh, da lässt er ihn vorbei. Mein Teamkollege. Na gut, aber ein Doppelsieg kann es immer noch werden. Oder ist es sogar momentan immer noch. Ja, und jetzt hier, er geht nicht in die Box. Ich denke, die nächsten paar Runden wird er in die Box gehen. Und jetzt hat er keine Chance mehr gegen Misery. Deshalb schauen wir uns jetzt mal wieder auf meiner Sicht um. Und ich habe 44 Sekunden Rückstand. Also selbst Vettel kann hier noch eine Menge Risiko gehen. Mit so viel Vorsprung. Und ich habe 11 Sekunden Vorsprung auf Kubert. Allerdings muss der noch in die Box rein. Da haben wir bei dem Regen ziemlich gepokert. Da hat nochmal der Renningenieur allen Fahrern hier gesagt, dass nochmal Regen geben würde. In 5 Minuten kommt nochmal leichter Regen oder so. Und habe ich gedacht, nee, leichter Regen. Ich wette, leichter Regen bedeutet bei dem, es fängt an zu tröpfeln und hört nach 10 Sekunden wieder auf zu tröpfeln. Und so habe ich dann noch meine Reifenstrategie geplant. Ich bin nämlich dann kurz bevor es anfangen sollte zu regnen, in die Box reingefahren. Wahrscheinlich jetzt hier auf hart. Und weil sonst hätte ich ziemlich, sonst hätte ich ungefähr, sagen wir 4 Runden sagen wir 4 Runden bevor es regnen sollte, bin ich in die Box reingefahren. Und habe auf hart gewechselt. Und ansonsten hätte ich meine weichen Reifen nochmal sehr, sehr quälen müssen. Und das hätte mich eine Menge Zeit gekostet. Ja, und so habe ich mir jetzt hier gespart. Und der Regen kam tatsächlich für 10 Sekunden. Ja, also hat sich gelohnt. Und wir spulen jetzt nochmal vor. 2 Runden Verschluss. Ihr seht, es hat sich nichts getan. Vettels Perspektive haben wir jetzt leider nicht mehr. Sonst würde ich da nochmal reinschalten. Aber ich kann euch versprechen, der fährt schön brav hinter Misery her. Oder ihr könnt es auf der Minimap ja sehen, ne? Der hat einen Boxenstopp nochmal machen müssen und hatte deshalb einen relativ großen Rückstand, so wie ich weiß. Jo, die letzte Runde steht an. Und die letzten paar Kurven. Meine Reifen sind auch schon relativ rot jetzt. Aber ja, da fahre ich einfach durch. Ich könnte sogar noch in die Box gehen, habe 33 Sekunden Vorsprung. Aber in der letzten Runde in die Box zu gehen, wäre nicht so schlau. Jo, und hier das Rennergebnis, oder, ja gut, noch sind nicht alle im Ziel, aber fast. Also ganz vorne Misery, ein klasse Rennen als Gruppe B-Fahrer Gruppe A zu gewinnen, ist nicht schlecht. Also natürlich Glückwunsch an ihn und natürlich auch Glückwunsch an meinen Teamkollegen. Endlich mal hier ein Lotus, der gewinnt, leider nicht meiner. Aber egal, wenigstens ein Lotus. Und wer ist... Was macht Hubert da? Will er uns hier verarschen? Hat der hier gerade... War das gerade mit Absicht oder war das nicht mit Absicht? Okay. Das ist interessant. Ja, Interview mit ihm haben wir jetzt am Schluss nicht mehr, sondern mit dem Gewinner, mit Misery. Ja, also super, mit als Gruppe B-Fahrer Gruppe A zu gewinnen, natürlich klasse. Natürlich sagt es auch einiges darüber aus, dass er eigentlich Gruppe A fahren sollte, mal langsam. Aber gut, das wird er nächste Saison wahrscheinlich sowieso machen. Also von daher brauchen wir uns da gar keine Gedanken zu machen. Ich denke, ihr habt alles gesehen und deshalb schalten wir jetzt um auf die Gesamtwertung. Und da ist Bluebird ganz weit vorne. Und Vettel kratzt an der, naja, dreistelligen, an der, naja gut, an der 100, sagen wir. Also der ist hier mit 35 Punkten Rückstand auf Bluebird Zweiter. Also hat noch die Chance, fährt ja immer relativ konstant in die, sogar fast ins Podium, würde ich sagen. Jack X war jetzt schon ein paar Rennen nicht mehr dabei. Ich bin mal gespannt, ob der demnächst wieder mitfahren wird oder was mit dem los ist. Ja, mal sehen. Und danach komme auch dann schon ich. Also ich hoffe jetzt, dass ich an diesem Wochenende
an JackX vorbeiziehen werde. Da reichen mir 5 Punkte aus mit 82 Punkten. Und das, denke ich mal, ist doch machbar. Hinter mir ist jetzt die Konkurrenz nicht so stark. Awu wäre stark, wenn er nicht andauernd Disconnects hätte. Hat er schon wieder gehabt, dieses Rennen. Ja, und dann natürlich hier in Gruppe B, Misery mit 191, sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Ja, also unschlagbar. Okta kurz dahinter und dann Racer Fun. Ich bin mir gar nicht sicher, wer jetzt in Gruppe B Zweiter geworden ist, aber das können wir mal schnell schauen, ne? In Gruppe B ist Okta Zweiter geworden und dann Lupo und dann Racer Fun. Also Racer Fun, der Sieger vom letzten Rennen von Monza, also zumindest in Gruppe B. Diesmal nur auf der 4. Position. Ja, hätte ich jetzt natürlich mehr erwartet nach dem Sieg, aber okay. Gut, ich jetzt wieder auf die Gesamtwertung und ich denke, die könnt ihr euch noch ein bisschen weiter anschauen, während ich hier mit Misery ein Interview mache. So, und wie erwartet haben wir jetzt Misery im Interview. Also, ich würde sagen, die Chancen standen wirklich 60-40, also relativ hoch, dass du das Rennen gewinnst. Und so ist es eingetreten, dein erster Sieg. Natürlich herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ja, das Rennen war, trotzdem du ziemlich gut gefahren bist, ziemlich schwierig, denke ich, auch für dich. Weil die Regenbedingungen waren nicht gerade einfach. Es gab noch eine zweite Regenphase, in Anführungsstrichen, aber es hat dann gar nicht geregnet, sondern der Ingenieur hat nur gesagt, es würde regnen. Hast du da deine Stops geplant? Also, ich habe, ich bin davon ausgegangen, dass es halt nicht nass wird und habe halt kurz bevor es angefangen hat zu regnen angeblich, wo es nur in der Boxengasse geregnet hat, bin ich auf 9 Satz harte gegangen, um dann noch einmal auf hart und einmal auf weich zu gehen. Das hat am Ende auch ganz gut geklappt. Boah, klasse, Kollege. Ich habe es genauso gemacht, also exakt genauso. Ungefähr so 2 Runden bevor das anfangen sollte, habe ich gewechselt, auch auf hart. Und ja, war kein Problem. Ich bin damit durchgekommen und genau wie du wahrscheinlich auch. Ja. Jo, der Start, du bist ja von 1 gestartet. Ja. Und bist da eigentlich super weggekommen, ne? Also gab da eigentlich gar keine Probleme bei dir. Ja, also ich bin überraschend stabil auch gefahren. Ich habe, ich glaube, 2-mal einen Frontflügel wechseln müssen. Das einmal im Regen und einmal halt am Ende. Ja. Und ja, ich hatte 12 Sekunden, glaube ich, Vorsprung und dann kam das Safety Car leider. Was natürlich meinen Vorsprung zunichte gemacht hat. Und dann soll es auch bald anfangen zu regnen, aber dann konnte ich auch wieder ein paar Sekunden Vorsprung rausfahren. Da hatte ich dann bei den Stops dann auch sehr viel Glück, dass ich halt immer zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Reifen gewechselt bin. Und im Großen und Ganzen war es ein sehr gelungenes Rennen. Ja, auf jeden Fall als Gruppe B-Fahrer hier, Gruppe A zu dominieren, also nicht schlecht. Und ja, vielen Dank fürs Interview und weiter geht's dann in der Kommentatorenkabine. Vielen Dank. Jo, weiter geht's hier. Und ich würde sagen, damit beenden wir das Ganze und es geht ja dann auch schon relativ bald wieder weiter mit dem nächsten Rennen. Und zwar in Suzuka. Ihr seht's hier schon, auf der Gesamtwertung ist schon ein Bild von Suzuka von Japan. Und bin ich mal gespannt, wo ich da landen werde, wo die anderen landen werden. Und das werden wir dann sehen. Also, bis demnächst.